Aber ich bin hier beim Rie, bin 27 Jahre alt und sitze seit letztem Jahr, 2014, im Rat der Stadt Aachen. Bin dort für die SPD im Mobilitätsausschuss, im Bürgerforum, im Wahlprüfungsausschuss und im Mobilitätsausschuss bin ich auch Sprecherin der Fraktion. Ich bin gebürtige Aachenerin und habe hier an der RWTH Sprach- und Kommunikationswissenschaft studiert und bin seitdem als Referentin und als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bundestag tätig. Liebe Yvonne, du bist die mobilitätspolitische Sprecherin der Ratsfraktion und damit die Verkehrsexpertin der Aachener SPD. Was sind in diesem Amt deine Aufgaben und welche mobilitätspolitischen Ziele hast du für die Stadt Aachen? Meine Aufgaben sind vor allen Dingen die Leitung des Facharbeitskreises, wo alle Interessierten der Partei und der Fraktion drin sitzen, um die Mobilitätspolitik der SPD zu gestalten. Da sind auch alle interessierten Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen. Dort wird der Ausschuss vorbereitet, dort werden auch die Vereinbarungen mit unserem Koalitionspartner, was die Ausschusssitzung angeht, besprochen. Und die Koordination mit der mobilitätspolitischen Sprecherin der CDU, Gabi Breuer, gehört dann auch in meinen Bereich. Ebenso wie der Austausch mit allen Vereinen, Verbänden und Institutionen in Aachen, die mobilitätspolitisch aktiv sind, sei es die ASEAG, der AVV, der VCD oder der ADFC und natürlich auch der Austausch mit der Stadtverwaltung. Die mobilitätspolitischen Herausforderungen für die 6 Jahre, da muss man sich erstmal anschauen, dass Mobilität, der Begriff sich geändert hat. Es geht halt darum, dass es auch um Flexibilität geht, um Teilhabe, dass alle Menschen, die in Aachen leben, an Mobilität teilhaben sollen und es dann auch möglichst attraktiv sein soll. Das heißt, jeder soll nach seinen Bedürfnissen teilhaben können, soll von A nach B kommen und zwar auch sicher, günstig und vor allen Dingen auch zuverlässig. Und das ist genau unsere Aufgabe, das zu gewährleisten. Wir setzen natürlich da vor allen Dingen auf den ÖPNV, dass man schaut, dass man das Bus- und Bahnangebot besser gestaltet, dass man es noch besser koordiniert und attraktiver macht. Aber es geht auch, das haben wir uns auch in den Koalitionsvertrag reingeschrieben, um den Schutz des schwächsten Verkehrsteilnehmers. Das heißt, uns geht es auch um den Schutz von Fußgängern, um die Barrierefreiheit von Menschen mit Kinderwagen, mit Rollstühlen, mit Rollatoren, Menschen, die ein bisschen eingeschränkt sind in ihrer Bewegung, dass man das Fahrradfahren in Aachen mehr fördert, dass man das sicherer macht und dass man vor allen Dingen auch attraktive Angebote schafft, dass viel mehr Menschen dann auch auf Alternativen als den PKW-Verkehr umsteigen. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir eine nachhaltige Alternative zur Campusbahn uns überlegen. Das wird wahrscheinlich die größte Herausforderung werden, um ein nachhaltiges Angebot zu schaffen, das die Umwelt schont und gleichzeitig das Kapazitätsproblem hier in Aachen behebt. In Aachen soll jetzt die Umweltzone kommen. Was bedeutet das für uns und was kann die Stadt Aachen jetzt machen? Zunächst einmal ist natürlich festzuhalten, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass unser Hauptanliegen gilt, die Umweltbelastung in Aachen weiter gering zu halten und weiter zu verringern. Nichtsdestotrotz müssen wir uns natürlich mit der Umweltzone, die die Bezirksregierung uns auferlegt hat, auseinandersetzen. Wir finden es politisch sehr schade, dass die Bezirksregierung uns die Umweltzone auferlegt hat, da wir eigentlich mit einem individuellen Plan, den wir uns ja mit dem Aachener Weg vor ein paar Jahren auferlegt haben, eigentlich auf einem guten Weg waren. Natürlich kann man immer mehr machen, man muss aber auch immer sehen, dass es natürlich auch haushaltsrelevante Fragen gibt, wie viel können wir uns wirklich leisten, wie viel können wir machen und natürlich die Abwägungen auch immer zu Betracht ziehen müssen. Allerdings sind wir auch der Meinung, dass eine Umweltzone, die jetzt allen Großstädten mit so hohen Werten auferlegt worden ist, nicht das Allerheilsmittel ist, da ja natürlich auch jede Stadt andere Gegebenheiten hat, andere Gründe hat, warum die Werte höher sind und dass man da eigentlich viel mehr drauf eingehen sollte. Wir werden unsere Bemühungen, die wir auch vor der Umweltzone schon hatten oder verfolgt haben, weiter verfolgen. Wir werden die auch weiter verstärken und werden unser Bestmögliches tun, dass wir mit den Akteuren und den Verbänden hier in Aachen gemeinsam nochmal nach Strategien, nach Wegen und Lösungen finden. Dennoch stellt uns die Umweltzone natürlich vor Herausforderungen, die wir davor nicht hatten. Was zum Beispiel den Einzelhandel angeht,
dass man dass Aachen als Grenzstadt natürlich anders als Düsseldorf und eventuell auch Köln auch sehr darauf angewiesen ist, diesen euregionalen Status als mit den vielen internationalen Besuchern auch behalten möchte. Da müssen wir uns gemeinsam überlegen, welche Anreize man schaffen kann und welche Informationskampagnen man starten kann, um die niederländischen Besucherinnen und Besucher und die belgischen Besucherinnen und Besucher weiterhin zu einem Besuch nach Aachen zu bewegen. Genauso gilt es auch, dass wir mit der ASEAG nach Wegen suchen müssen, wie wir die Erneuerung bzw. die Aufrüstungen im Busverkehr auch finanziell stemmen können. Und das werden jetzt zunächst die ersten Schritte sein, die wir gehen werden. Nebenbei gleichzeitig wird die Stadtverwaltung meines Wissens nach die Möglichkeit eine Klage prüfen. Und das werden die ersten Schritte sein, die wir unternehmen. Und was danach kommt, werden wir, glaube ich, auch davon abhängig machen, was die Stadtverwaltung in der Fragestellung herausfinden wird.